Liebe Besucher unserer Homepage, ich will Sie wieder informieren über wichtige Ereignisse aus den Beratungen der städtischen Gremien. Wir haben heute in der zweiten Runde im Haupt- und Finanzausschuss über den Haushaltsplanentwurf der Stadt Worms für das kommende Jahr 2017 beraten. Mehrstündige Beratungen schon vor einer Woche, die heute fortgesetzt wurden. Der Haushalt hat ein Volumen im Ergebnishaushalt, wo es um die laufenden Einnahmen und Ausgaben geht, von über 300 Millionen Euro. Alleine über 90 Millionen Euro investieren wir in die sozialen Leistungen der Stadt, im Bereich der Kindergärten, der Sozialhilfe und der sonstigen Leistungen im sozialen Transferbereich. Und von diesen 90 Millionen Euro sind nur 30 Millionen durch Einnahmen von Bund und Ländern und Dritten gedeckt. Wir haben also gerade im Sozialbereich ein sehr hohes Defizit von um die 60 Millionen Euro. Das macht uns natürlich insgesamt zu schaffen und führt entscheidend dazu, dass wir immer ein hohes Defizit von rund 28 bis 30 Millionen Euro haben und als Kassenkredite vor uns herschieben müssen. Erfreulich ist allerdings auch, dass wir mit vielen Projekten auch viel ehrenamtliche Initiativen unterstützen. Das sind die sogenannten freiwilligen Leistungen. Und schön ist, dass neben der Stadt selbst die Rahmenbedingungen bietet, viele Menschen sich in Sportvereinen, in Kulturvereinen, in Kirchen und in Sozialverbänden ehrenamtlich engagieren und damit die Stadt erst so richtig auch lebendig gestalten. Wir haben heute den Investitionshaushalt besprochen und auch einen Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat ausgesprochen. Der Löwenanteil unserer Investitionen geht in die Modernisierung unserer Schulen. Aber wir müssen uns auch jetzt furchtbar anstrengen, dass wir im Bereich der Kindertagesstätten endlich den gesetzlichen Anspruch für die unter Dreijährigen auch erfüllen. Und wir haben uns darauf geeinigt, wir versuchen jetzt auch mal mit etwas einfacheren Methoden zu einem schnelleren Ergebnis zu kommen, ehe wir jahrelang planen und geeignete Grundstücke suchen. Also im Verkehrswegebau, im Hochbau, aber auch in der Grünflächen, Unterhaltung wird wieder einiges geschehen, um die Infrastruktur so in Schuss zu halten, wie Sie das in Worms gewohnt sind. Jede Menge Diskussionen, manche sehr kontrovers, am Ende aber doch ein großer Konsens. Im Dezember wird dann endgültig im Stadtrat über den Haushaltsplanentwurf 2017 entschieden. Und bis dahin wird es wieder viele Diskussionen geben. Haben Sie Freude und Spaß daran, dass sich in Worms etwas tut für die Zukunftsfähigkeit unserer schönen Stadt.